herzlich willkommen zurück zu Kite. Ich bin euer Jojin, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es hat einige Zeit wieder vergangen seit dem letzten Video. Es haben sich auch wieder zwei Patches, glaube ich, getan. Beim ersten wurde die Controller-Steuerung überarbeitet, dass das Aiming besser klappt und dergleichen. Das hatte ich ja schon bemängelt gehabt. Und da gibt es aber noch einen größeren Patch, der jetzt gekommen ist, wo wohl auch erklärt wird, wie man das gut, also so eine Art Tutorial soll da drin sein. Da bin ich gespannt. Gehen wir also nochmal zurück. Sehen tue ich davon jetzt noch nichts. Hier steht wieder A und D. Gehen wir mal vorne rein und starten nochmal die Mission. Das wäre ja schon interessant. Remote-Transfer complete. Right shoulder. Okay. Das ist schon mal gut. Wie viele Punkte wir das abschließen, ist ja unwichtig, da wir das ja schon gemacht haben. Hallihallöchen. Press and hold air shoulders to activate your turbo legs. It'll drain your energy, but you'll take off like a rocket. Okay. Und damit geht die Energie links unten weg. Schön. Also ich muss auch sagen, das Aiming alleine schon... Das ist schon wieder viel besser. Ich glaube, wir werden mit Controller weiterspielen. Ich mag das Spiel lieber so zu spielen. Schauen, ob wir noch was kaputt schießen können. Da freut mich sehr, dass die Entwickler da so schnell reagiert haben und wieder so Patches nachwerfen. Thank you. Hallihallöchen, was hast du mir denn? Right, your armory. We've got an elegant setup for your weaponry, Max. Your left and right trigger fingers are bound to your L and R triggers. You can either use one weapon in each hand or combine them to form a large two-handed weapon. Press X to switch back and forth. Big two-handed weapons also have two triggers for their two type of shots. They are ultra powerful, but use loads of resources. Most guns use ammo, but many use energy and some use both. Go ahead and test them out on this obsolete gear that needs recycling. Ja, hab ich leider schon alles kaputt geschossen. Also, wir können mit der rechten oder mit der linken schießen, wie er schon gesagt hat. Wir können mit Y wechseln. Das ist aber hier X, so wie es aussieht. Ja. Damit haben wir die Waffen irgendwie kombiniert. Aber ich muss ehrlich sagen, ich schieße lieber so. Das sieht cooler aus. Let's talk defense. The shield bar on the left is your primary defense. When active, it absorbs all incoming damage. Okay. If you can avoid damage for a second, it will steadily recharge to full. If your shield drops, your chassis will be exposed. You will lose health bar on the right, but a fully charged shield allows your chassis to repair and return health. This is awesome. Ah, es spielt sich so cool jetzt mit Controller. Awesome! Thank you, developers. When you see this video, I'm really thankful that I can play this game now on the controller. With the controller, right. Die, evil suckers. So, ich wollte noch bedanken bei den Entwicklern, dass sie da hier so schön ein paar Patches rausgebracht haben. Hey, da hinten haben wir was übrig gelassen, aber das können wir nicht nehmen. Irgendeine grüne Energie. Oh, wer kommt da? Da.
den noch kaputt schießen? Ja, aber das bringt uns nichts. Hold L shoulder to engage your miniature tempo drive. You will enter slow-mo and things will slow down, but actually your reactions will just be hacked. Check. It'll drain a lot of tempo, but talk about worth it. Agility also get boosted, increasing range damage. Ah, aber da stand nicht genau, wie ich das benutze, oder? Können wir nochmal mit dir reden? Hold L shoulder. Ah, alles klar, okay. Hast du doch gesagt. Machen wir das doch mal. Slow-mo. Und ihr seht, links seht ihr diesen blauen Kreis, der neben der 7 ist, links unten, neben der Munition. Also wenn ich den drücke und gedrückt halte, bin ich im Slow-mo-Mode. Und es regeneriert sich halt wieder, wie gesagt. Also der Retro-Pixel-Look ist einfach genial. Das sieht so schön aus. Wäre das Spiel in den 90ern rausgekommen, wäre das der Hammer gewesen. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so gut von dem Rating, weil wir auch so lange gebraucht haben. Aber mein Gott, wir wollten schauen, was das mit dem Tutorial auf sich hat. Ja, ja. Bla, 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 blub, 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 blub und blub. Kennen wir schon. Ist jetzt wirklich da ein B-Rang weiter? Nee, okay, wir haben unseren S-Rang, den wir geholt haben, alles klar. Ich wollte nur wissen, ob das mit dem Tutorial drin ist. Dann gehen wir doch nochmal hier drauf und schauen mal, was wir hier noch beigebracht kriegen. Da haben wir auch immer noch keinen S-Rang, aber den werden wir jetzt wohl auch nicht erreichen. Nicht so schlimm. Okay. Hello. Zerstörung. So, wo konnten wir was kaputt schießen? Hier unten. Genau. Hallihallöchen. The cavalry has arrived. Yes, it's me. Security systems activated and went haywire. And they are started attacking us. Everybody tried to follow protocol, but we ended up scattering. There were 5 of us. Mind landmines. Nelson did. Look for a 3-person team. What? That's terrible. Okay, don't worry. Control will flash you out of here. I'll get the rest of your people. Of our people. Tschüsskowski. Und wir sollen auf die Minen aufpassen. who cares? Nobody. Ja, ist fit. Kann ich da dann auch noch was zerstören? Bringt uns aber nichts. Okay, dann müssen wir durchrushen. Speedy Gonzales. Roadrunner. Keiner ist schneller. Bravo! Wow! Kann ich das abknallen? Nee, das wird zu mir, ne? Das ist eine von meinen Drohnen. Hallihallöchen. Been stuck here all night. The defense systems are all powered by that energy tank there. Even if you knock out all the power turrets, will still attack you. But without power, they can't repair and won't come back. Good. I'll take them out permanently. And once I toast the energy tank. What about the spikes? They deactivate without a power source as well. That's awesome. But I can be really fast, so I don't care about this shit. I'm the fastest. Call me Flash. So, jetzt müssen wir mal gucken. Oh, wo bist du denn her? Kleiner Helfer, was?
Also der kann jetzt nicht mehr regenerieren. Wie wir schon erfahren haben, weil wir die Energiezufuhr gekappt haben von dem Kraftwerk da unten. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Was war hier Stream und das? Weiß ich nicht genau. Was das genau ändert. Ich glaube, das eine war Schild und das andere, aber das wird bestimmt noch erklärt nochmal in den Videos. Ist auch ganz gut, dass ich die ersten paar Level nochmal neu mache hier in dem Video, um wieder ein bisschen reinzukommen. Ich hatte leider wegen anderer Projekte nicht so viel Zeit weiterzumachen, was ganz gut war, da wir jetzt hier eine Controller-Unterstützung haben. Rockets, yes. Thank you. Autsch. Mal kurz warten, damit unser Schild und Lebensenergie wieder hochgeht. Dankeschön. Kostet extrem viel, bis das wieder sich regeneriert. Aus. Durch da. Da hinten ist wieder ein Teil. Das heißt, wir haben bestimmt irgendwo noch einen Generator, den ich jagen muss. Oh, au, 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 au. Das war fies. Warte mal, bis der Schild wieder hochgeht. Und es wurde ja gesagt, dass wenn der Schild ganz oben ist, geht auch nochmal unsere Lebensenergie hoch. Das heißt, der rechte obere Fitzel wird auch gleich wieder regenerieren. Ja, so ist es, aber wesentlich langsamer. Hitpoints! Außer. Hallihallöchen. Look, they came. We are safe. Does this mean you took out the security systems? Yeah, man. Those things came online and started wasting us. Nelson went into a panic and just took off. The security systems won't be a problem. I'll have this whole area safe in just a tick. Okay, hier scheinen wir wohl nichts mehr groß zu zerstören können. So. Aber die Waffen sind leider viel zu schwach und es scheint aber nichts zu geben dafür. Die kommen auch irgendwie schwächer vor. Haben die da irgendwie was geändert? Das weiß ich gar nicht. Da hinten haben wir auf jeden Fall das Geschütz. Da sollten wir vielleicht auch bessere Geschütze mal wieder nehmen. Okay, jetzt kommen da noch ein paar Roboter dazu. Au. Okay, unser Schild ist down. Thank you. Und eigentlich jetzt raus. Aber wir wollen gerne noch gucken, was hier noch war. Tja, die Wumme hätte ich wesentlich stärker lieber. Da müssen wir mal gucken mit dem Upgrade. Im Endeffekt auch eine Grind-Folge, da wir sie schon kennen. Aber ich glaube, wir kriegen das ganze Metallschrott und dergleichen, kriegen wir gut geschrieben. So, wie kommen wir da hin? Das ist ja wie beim Auto. Hallihallöchen.
B ist nicht so gut. Das klicken wir mal durch. Ups. Ah, Team Size 10 plus. Welcome to the Workshop. Alles klar. Könnten wir uns zum Beispiel herstellen hier diese Pistole. Auto Strike Bolt Pistol. Ich glaube, mehr Schaden ist immer gut. Das müssen wir uns noch überlegen. Sweeper, Shotgun. Flame Pistol, One Hand. Momentan haben wir die Autopistol drin und dann sehen wir auch, was wir für Schaden machen. Der oben macht 10 von diesen Raketen oder was das ist. Und 240, was auch immer der Bogen bedeutet. Auf jeden Fall ist es viel mehr. Aber muss bedenken, da steht ja Damage 2 bis 51 und unten hat 7 bis 15. Aber Speed 2,5. Speed bedeutet doch im Endeffekt, je weniger, desto schneller, oder sehe ich das falsch? Das weiß ich nicht. Das ist eigentlich nicht so gut. Besser warten, bis wir mehr gesammelt haben, mit schwächeren Waffen rumkämpfen. Da bis wir 20 haben, vergeht auch einige Zeit. Ja, dazu muss ich nochmal Blitz. Ah ne, das sind Kosten. Das sind Kosten. Crafte die mal einfach mal. Ich will mal gucken. Crafting complete. Flame Pistol now available. Awesome. Lass mal mit den beiden Pistolen rumhantieren. Dann weg. Und jetzt würde ich gerne mal die beiden Pistolen nehmen, die wir gerade neu bekommen haben. Flame Pistol. Und die hier bitte. Interessant. Okay. Started. Deploy. Let's work. Ja, es ist wesentlich langsamer, ne? Hallihallöchen. Press B to swap out your entire set of weapons. The other set can totally change your fighting style. Customize your set from the loadout screen. Be sure to balance ammo and energy consumption. Remember, even the big two-handed weapons have different shots mapped to L and R trigger. Ja, das haben wir gesehen. Rocket hat auch nochmal so einen Photonenschuss gehabt eben. Also vom Schaden her sind die wesentlich schlechter als eben die Schnellfeuerpistolen, ne? Stream 88 boosts movement speed and increase range damage. Emits a green triangle hour. Das haben wir gerade drin. Press A to bot other OS, add strange and armor, boosting melee damage and survivability. Alles klar, also hiermit sind wir schneller und können weiter zielen. Also unser Aiming ist größer und wenn ich jetzt hier drauf gehe, ist es nicht mehr so, können wir nicht mehr so weit schießen. Und halten dafür aber viel mehr aus. Sind das so stark gepanzert. Ich würde sagen, wir spielen dann eher so.
We've noticed how often your energy runs dry and you can't use turbo. We want to develop a movement power that doesn't rely on energy. The Red Rush uses tempo and is activated when you tap L shoulder if ready. It grants a speed burst and makes bullets miss you. With such a short cooldown, you can use it often. And Max, that's not all, it also buffs your damage. This is awesome. Also, wir haben damit mehr Schaden, wenn wir das machen. Sollte man also am besten die ganze Zeit drücken, damit die viel schneller umfallen. So, lad mal nach. Auch das Laden dauert ewig bei der Waffe. Schade, schade. Also er regeneriert ja sowieso gleich wieder. Das ist natürlich blöd. Es sei denn, hier gibt es kein Kraftwerk. Hallihallöchen. Well, left trigger stick has a long refresh but costs. We developed a powerful shield that it wakes when you press right stick. Da muss ich jetzt gerade mal reingehen, das ist ja interessant. Aha, das ist der Schild. Was macht er das erste nochmal? Long refreshed. Okay. Das ist sowas wie eine Heilung sozusagen, wenn ich den linken reindrücke und der rechte macht uns ein Schild. Okay. Das hier? Not all bots have turned. Mini bots like this model are on your side. Port reactor can power up to 3 mini bots. Variety of support models are available. All drain small amount of energy or ammo to operate. Robomod increase power shared with mini bots. This point defense unit disable rockets and mines. Customize starter bot from equipment screen. Screen. Keine Ahnung, wie ich das aktiviere. Weiß ich immer noch nicht. Wusste ich das letzte Mal auch nicht. Kann ich irgendwie unsere kleinen Mini-Roboter, die zwei, die um mich herumschwirren, benutzen und die können Minen deaktivieren? Bla 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 bla. Yes, we know, we know. Ja, also auf jeden Fall wird das mit dem Controller jetzt wesentlich besser unterstützt. Das Aiming geht wesentlich besser. Klar, das geht mit der Maus noch immer schöner, aber man kann sich sehr gut bewegen und hat alles auf der Hand, kann sich schön nach hinten lehnen. Das mag ich bei so Plattformern. Und das finde ich ganz klasse, dass die Entwickler das gemacht haben. Man sieht, dass sogar ein Tutorial mit eingefügt worden ist, wo jetzt nicht weiter die Tastaturbefehle gekommen sind, sondern die Controllerbefehle. Finde ich sehr gut. Vielen Dank dafür. Und ja, wann wir genau mal weiter daddeln, weiß ich noch nicht. Hab jetzt heute nicht mehr so viel Zeit. Wir wären ja eigentlich bei 5 dran.
Habe ich das schon mal probiert? Score 0? Nee, das kennen wir also auch noch nicht. Und da müssen wir mal schauen. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar mehr Überlebende, damit wir mal coolere Waffen kriegen, weil das hier war nicht so Krülle gewesen. Und die ist eigentlich ziemlich geil. 220 DPS ist cool. Pro Sekunde. Also Damage per Second heißt das noch, klar. Und das ist eigentlich das Ausschlaggebende. Womit kann man schnell viel Schaden machen. Naja gut, wie dem auch sei, bis demnächst, euer Chojin.